Kapitel 3 der Vorlesung Natural Language Processing. Wörter. Morphologische Analyse. Mit Morphologie wird das Studium der Struktur von Wörtern und der Wortbildung bezeichnet. Neben anderen werden zwei grundlegende Arten der Wortbildung unterschieden: Flexion oder auch Beugung und Derivation oder auch Wortableitung. Bei der Flexion werden Wörter gemäß ihrer grammatikalischen Funktion im Satzgefüge gebeugt. Beugungen finden durch das Anfügen von Zeichenketten oder die Veränderung des Wortes statt. Um beispielsweise auszudrücken, dass ein Anruf in der Vergangenheit getätigt wurde, call in the past, wird die Endung ed an das die Tätigkeit beschreibende Verb angefügt, called. Grammatikalische Kategorien der Flexion betreffen im Deutschen Person, Numerus, Tempus, Modus, Genus, Kasus und Komparation. Eine zweite Möglichkeit der Wortbildung ist die Derivation, bei der Wörter mit neuer Bedeutung aus anderen Wörtern hergeleitet werden. Beispielsweise ist das Wort Unhappiness aus den drei Bestandteilen un, happy und ness zusammengesetzt, wobei die Vorsilbe un not bedeutet, die Nachsilbe ness being in a state und das Wort happy gemäß einer geläufigen Definition verwendet wird. Unhappiness drückt not being in a happy state aus. Der Unterschied zwischen Flexion und Derivation ist, dass Flexion die Wortbedeutung nur marginal ändert, wohingegen Derivation die Wortbedeutung stark ändern und sogar ins Gegenteil verkehren kann. Vergleichen Sie die Bedeutung von happy mit unhappy. Es gibt doch eine Reihe weiterer Arten der Wortbildung, die wir der Einfachheit halber an dieser Stelle aber nicht weiter diskutieren. Die Bestandteile, aus denen ein Wort zusammengesetzt ist, werden Morpheme genannt. Ein Morphem wird als kleinste Spracheinheit, die eine Bedeutung oder eine grammatikalische Funktion hat, bezeichnet. Dabei werden freie Morpheme von gebundenen Morphemen unterschieden. Freie Morpheme können auch als eigenständige Wörter verwendet werden, wohingegen gebundene Morpheme ausschließlich an andere Morpheme angehängt werden. Gebundene Morpheme können entweder als Präfix am Anfang des Wortes angehängt werden, als Suffix am Ende des Wortes, als Infix innerhalb des Wortes oder auf eine Reihe weiterer Arten. Zusammen werden sie Affixe genannt. Wörter lassen sich schrittweise in ihre Morpheme dekonstruieren, wobei es in jedem Wort ein oder mehrere Morpheme gibt, die sich nicht in weitere Morpheme zerlegen lassen und deren Bedeutung der Ausgangspunkt für die Ableitung eines Wortes ist. Diese Morpheme werden als Wurzel bezeichnet. Sie bilden die Basis für derivative Wortbildung. Alle Morpheme, die sich grammatikalisch beugen lassen, werden als Wortstamm bezeichnet oder auch als Stammform. Diese können auch Morpheme sein, die sich weiter in kleinere Bestandteile zerlegen lassen. Im Beispiel des Wortes unhappiness ist der Wortstamm unhappy, da dies das bedeutungsmäßig nächstgelegene Wort zu unhappiness ist, das sich grammatikalisch beugen lässt. Die Wurzel des Wortes unhappiness ist hingegen das Morphem hap, ein archaisches Wort, das mit Zufall übersetzt wird. Im modernen Englisch wird dieses Wort kaum bis gar nicht mehr allein genutzt, sondern stattdessen in vielen anderen derivativen Wörtern wie mishap, happenstance, haphazardly, happen und so weiter, sodass man inzwischen davon sprechen kann, dass hap kaum noch als freies Morphem betrachtet werden kann.
Die morphologische Analyse befasst sich damit, die Morpheme von Wörtern zu identifizieren und ihre Rolle zu studieren. Dies dient als Grundlage der Feststellung der Etymologie von Wörtern sowie der Betrachtung von Sprachentwicklung. Darüber hinaus findet die morphologische Analyse praktische Verwendung in zahlreichen Anwendungen der Verarbeitung natürlicher Sprache, insbesondere bei der Normalisierung von Tokens. Eine praktische Anwendung der morphologischen Analyse ist das Stemming. Als Stemming bezeichnen wir das Vorgehen der Rückführung eines gegebenen Wortes auf seine Stammform, indem Flexion entfernt wird. Es sollen mittels Stemming alle Flexionen von Nomen, Verben und Adjektiven entfernt werden, also Wortbeugungen, die durch Deklination gemäß grammatikalischem Kasus, Numerus und Genus entstehen, die durch Konjugation gemäß Person, Numerus, Tempus, Modus und so weiter entstehen, sowie durch Komparative von Adjektiven und Adverbien. Beispielsweise teilen die dritte Person Singular Präsens connects die Vergangenheitsform connected, die Verlaufsform connecting und die Nominalisierung connection alle die Stammform connect. In solchen regulären Fällen kann durch die Entfernung der geläufigen Affixe, die an ein Wort angehängt werden, um es zu beugen, die Stammform ermittelt werden. Auch wenn die verschiedenen Beugungen des Wortes connect die Bedeutung des Wortes leicht ändern, so bleibt das allgemein zugrunde liegende Konzept doch dasselbe. In vielen Anwendungen der Verarbeitung natürlicher Sprache kommt es nicht darauf an, die exakte Bedeutung eines Wortes zu erfassen, sondern Texte anhand ihrer Ähnlichkeit einander zuzuordnen und darüber Schlussfolgerungen zu ziehen. Im Gegensatz zu exakter semantischer Übereinstimmung wird bei der Untersuchung von Ähnlichkeiten zwischen Texten verallgemeinert, sodass das Vorliegen eines Wortes in verschiedenen Beugungen in zwei Texten schon genügt, sie als ähnlich zu betrachten. Allerdings basieren viele Textrepräsentationen im Computer auf den Strings der Wörter, die in den Texten enthalten sind, und es wäre zu aufwendig, bei jedem Textvergleich sämtliche Wörter paarweise miteinander abzugleichen, um festzustellen, ob sie sich ähnlich genug sind. Daher werden Stemming-Verfahren eingesetzt, um Wörter auf ihre Stammform zurückzuführen und damit einen schnellen Textvergleich per Hash-Funktion zu ermöglichen. Wir unterscheiden vier grundlegende Ansätze, Stammformen von Wörtern zu ermitteln. Erstens, Nachschlagen in einem Wörterbuch. Durch das Anlegen eines Wörterbuchs mit allen möglichen Beugungen aller Stammformen gelingt eine nahezu perfekte Rückführung aller bekannten Wörter. Das Problem hierbei besteht darin, das Wörterbuch zu erstellen und aktuell zu halten. Zweitens, Affixeliminierung. Mit Ausnahme einiger irregulärer Wörter werden die meisten Wörter regulär gebeugt. Bei der Affixeliminierung werden allgemeine Regeln aufgestellt, um die Beugung von Wörtern rückgängig zu machen. Verfahren dieses Typs sind am weitesten verbreitet. Drittens, Buchstabenengramme. Eine einfache Heuristik besteht darin, eine Folge von n Buchstaben aus einem Wort zu bestimmen und diese als Stammform zu verwenden. Das Resultat sind dann zwar möglicherweise keine vollständigen, menschenlesbaren Stammformen mehr, aber für einen Computer spielt das keine Rolle. Viertens, Messung der Nachfolgervielfalt. In diesem Ansatz werden möglichst viele Wörter in eine gemeinsame Datenstruktur, ein Tree, eingefügt. Ein Tree ist eine Baumstruktur, mit der es möglich wird, festzustellen, welche gemeinsamen Präfixe und Infixe Wörter haben. Wenn nach einer bestimmten Buchstabenfolge eine herausragende Vielfalt an möglichen Fortsetzungen vorliegt, ist das gegebenenfalls eine gute Trennstelle. Stemming per Affixeliminierung geschieht nach dem Prinzip des Iterative Longest Match Stemmings in drei Schritten. Erstens, Entfernung des längst möglichen Affixes basierend auf einer Menge von Regeln. Zweitens, Wiederholung des ersten Schritts, bis keine Regel mehr angewendet werden kann. Drittens,
Anwendung von Korrekturregeln zur Behandlung bekannter Fehler der vorigen Regeln. Im Folgenden verwenden wir die folgende Notation. Mit C bezeichnen wir einen einzelnen Konsonanten und mit Groß C eine nicht leere Folge von Konsonanten. Analog bezeichnet V ein Vokal und Groß V eine nicht leere Folge von Vokalen. Mit dem regulären Ausdruck optional Groß C VC hoch M optional Groß V kann die Menge aller Wörter beschrieben werden. Zur Erinnerung: Ein Konsonant ist ein Buchstabe, der kein Vokal ist. Als Vokale werden die Buchstaben A, E, I, O und U bezeichnet, sowie das Y, wenn es nach einem Konsonanten auftritt. Beispielsweise ist im Wort toy das Y ein Konsonant, im Wort lovely aber ein Vokal. Einer der bekanntesten und am weitesten verbreiteten Stemmer für Englisch ist der Porter-Stemmer von Martin Porter. Grundlegend besteht der Porter-Stemmer aus 9 Regelmengen, wobei jede Menge aus zwischen 1 und 20 Regeln besteht. Die Regeln sind ihrer Wichtigkeit nach geordnet und werden der Reihe nach geprüft und, wenn möglich, angewendet. Allerdings wird aus jeder Regelmenge nur eine Regel angewendet, nämlich die erste anwendbare. Die Regeln selbst haben 3 Bestandteile, eine Prämisse sowie 2 Zeichenketten S1 und S2. Die Semantik einer Regel ist die folgende. Wenn eine gegebene Zeichenkette mit S1 endet und die Zeichenkette vor S1 die Prämisse erfüllt, dann wird S1 mit S2 ersetzt. Die Zeichenkette vor S1 nennen wir Wortstamm bzw. einen Kandidaten für den Wortstamm. Beispiele für mögliche Prämissen: M größer X. Die Zahl M der Vokalkonsonantenketten ist größer als X. Vergleichen Sie diese Prämisse nochmal mit der Definition eines Wortes. Stern S. Der Wortstammkandidat endet mit der Zeichenkette S. Stern V Stern. Der Wortstammkandidat enthält ein Vokal. Stern O. Der Wortstammkandidat endet mit einem Konsonant, gefolgt von einem Vokal, gefolgt von einem Konsonant, aber nicht W, X oder Y. Stern D. Der Wortstammkandidat endet mit 2 identischen Konsonanten. Hier eine Auswahl von Regeln des Porter-Stemmers. In Regelmenge 1a werden voraussetzungslos die Endungen SSES und IES jeweils durch SS und I ersetzt. Zum Beispiel wird Carrots damit zu Carrots und Ponies zu Pony mit I am Ende. In Regelmenge 1b wird, sofern eine oder mehr Konsonanten-Vokalsequenzen im Wortstammkandidaten vor der Endung EED vorkommen, die Endung durch EE ersetzt. Beispiele: Agreed wird zu Agree, aber Feed bleibt Feed, da vor der Endung EED nur der Konsonant F steht, was die Prämisse verletzt. Weiterhin werden die Endungen ED und ING genau dann ersetzlos gelöscht, also hier durch das leere Wort Epsilon ersetzt, wenn im Wortstammkandidaten ein Vokal vorkommt. Beispiele: Aus plastered wird plaster, aber bled bleibt bled, da bl kein Vokal enthält. Aus motoring wird motor, aber sing bleibt sing, da vor der Endung ing nur ein s steht. In Regelmenge 1c wird die Endung y durch ein i ersetzt, wenn im Wortstammkandidat ein Vokal vorkommt. Beispiele: Aus happy
mit Y wird happy mit I. Sky bleibt jedoch Sky, da vor der Endung Y nur SK steht, was keinen Vokal enthält. In Regelmenge 2 wird die Endung Bility durch Ble ersetzt, wenn eine oder mehr Vokalkonsonantensequenzen im Wortstammkandidat vorkommt. Beispiel: Sensibility wird zu Sensible, da vor der Endung Bility Sensi bleibt, was mit ENS, M gleich 1 Vokalkonsonantensequenzen enthält. Beachten Sie, dass das Ursprungswort Sensibility hier mit einem I endet, da zuvor bereits Regel 1c auf das Ursprungswort angewendet wurde, mit der das ursprünglich am Ende des Wortes stehende Y durch ein I ersetzt wurde, was die Anwendung dieser Regel erst ermöglicht. Das Wissen über das Warum jeder Regel ist nicht immer offensichtlich, sondern es steckt in den Regeln und ihrer Anordnung selbst. Betrachten wir einen Beispieltext und wie Porters Stemming-Algorithmus seine Tokens verändert. Die Endungen, auf die der Stemming-Algorithmus einwirkt, sind farblich markiert. In den allermeisten Fällen werden die Endungen einfach gelöscht und zurück bleibt ein Wortstamm bzw. der führende Teil des Wortes. Development wird zu develop, formalization zu formalis, considered zu consid und so weiter. Bei manchen Wörtern wird die Endung durch eine andere Endung ersetzt. Turing wird zu Ture und highly mit Y am Ende zu highly mit I am Ende. Dass der Eigenname Turing vom Stemmer verändert wird, ist ein Fehler, denn der Name ist nicht gebeugt. Insgesamt ist der Algorithmus nicht perfekt. Schwächen sind die folgenden. Der Algorithmus ist schwer zu modifizieren, um beispielsweise bekannte Fehler zu beheben. Es ist nicht vorherzusehen, wie sich Änderungen einer Regel auf das Gesamtergebnis auswirken. Der Porter-Stemmer ist bekannt dafür, dass er übergeneralisiert. Das heißt, dass Wörter wie University und Universe, die keinen gemeinsamen Wortstamm haben, durch Entfernungen der Endungen iti und e auf dieselbe Zeichenfolge zurückgeführt werden. Auch bei Organization wird beispielsweise die Endung ization entfernt, was einen Wortstamm in Übereinstimmung mit organ hinterlässt. Umgekehrt übersieht der Stemmer auch klare Generalisierungen. European und Europe werden nicht auf dieselbe Stammform zurückgeführt. Noch Matrices und Matrix oder Machine und Machinery. Der Krowitz-Stemmer wurde von Robert Krowitz beigetragen. Es handelt sich um einen hybriden Stemmer, der einen Wörterbuchansatz mit einer einfachen Affixeliminierung kombiniert. Im ersten Schritt wird für ein gegebenes Wort geschaut, ob sein Wortstamm im Wörterbuch verzeichnet ist. Wenn ja, wird der Wortstamm zurückgegeben. Wenn nein, wird das Wort auf entfernbare Suffixe geprüft. Nach der eventuellen Entfernung eines Suffixes wird das Wörterbuch erneut herangezogen. Wenn es immer noch nicht geklappt hat, werden andere Suffixe, die ebenfalls vorhanden sind, genauso geprüft. Beobachtung: Dieser Ansatz ist weniger ausgefuchst wie der Porter-Stemmer. Vorteile sind, dass irreguläre Beugungen dank des Wörterbuchs besser erfasst werden können. Auch aufgrund des Wörterbuchansatzes werden eher lesbare Wörter erzeugt. In Sachen Effektivität, die anhand des Gesamterfolgs seines Einsatzes für eine Aufgabe der Verarbeitung natürlicher Sprache gemessen werden kann, kann es der Krowitz-Stemmer mit dem Porter-Stemmer aufnehmen. Die Fehler des Stemmers liegen eher auf der Seite des Nichtstuns, also einer höheren Rate an falsch-negativen Wörtern, die, obwohl sie gestemmt werden können, nicht gestemmt werden. Anhand des vorigen Beispiels können wir Porter und Krowitz-Stemmer gegenüberstellen. Dass der Krowitz-Stemmer deutlich konservativer ist, ist daran zu erkennen, dass bedeutend weniger Wörter verändert werden. Abseits des ebenfalls falsch zu Ture veränderten Eigennamens Turing
wird das Wort Formalization korrekt auf Formalize zurückgeführt. Eine Heuristik zum Stemming ist die Verwendung von Buchstaben-N-Gramm. Ein Buchstaben-N-Gramm ist ein n-Zeichen langer Substring eines Strings. Wenn ein String m größer n Zeichen hat, so hat er m minus n plus 1 n-Gramme. Beispiele für n gleich 1 bis n gleich 5. Gegeben seien die Wörter Alan, Matheson, Turing. N-Gramme sind alle Buchstaben der Wörter in Reihenfolge. Innerhalb von Alan sind 2 Gramme AL, LA, AN und innerhalb von Matheson MA, AT, TH, HI, ES, SO, ON und so weiter für Turing. Wir betrachten hier keine N-Gramme, die Wortgrenzen überschreiten. 3 Gramme sind ALA und LAN innerhalb von Alan und MAT, ATH, THI, ISO und SON in Matheson und so weiter. 4 Gramme sind Alan, das Wort selbst, und MATH, ATHI, THIS, HISO und ISON in Matheson und so weiter. 5 Gramme sind Alan, was hier nur aus 4 Buchstaben besteht und daher nicht geteilt werden kann, sowie MATHI, ATHIS, THISO und HISON in Matheson und so weiter. Da im Englischen Beugungen größtenteils als Suffixe auftreten, genügt oft die Verwendung der ersten 4 oder 5 Buchstaben eines Wortes als Pseudostammform. Es handelt sich nicht um die korrekte Stammform, aber oftmals genügt dies, um gebeugte Wörter aufeinander abzubilden. Man kann jedoch noch einen Schritt weiter gehen und einfach alle N-Gramme einer bestimmten Länge N als mögliche Stammformen verwenden. Auf diese Weise wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass zwischen zwei gebeugten Wörtern, die einen gemeinsamen Stamm haben, zumindest eines der N-Gramme dasselbe ist. Die Verwendung von N-Grammen als Stämme ist darüber hinaus sprachunabhängig und funktioniert zumindest in Sprachen gut, deren Beugungen mehr am Ende der Wörter vorzufinden sind. Allerdings sind Stämmer wie der von Porter oder Krowitz im Allgemeinen besser geeignet. Bei Verwendung aller Buchstaben-N-Gramme entsteht darüber hinaus ein großer Overhead, da ein Wort nun als viele kleine Zeichenketten repräsentiert werden muss.